Mahlzeit, ihr Knüppelbrüder, Knochenbrigade wieder hier. Heute fahre ich den leichten Panzer Keni, Typ 98 heißt er, glaube ich, eigentlich. Also Typ 98 Keni, leichter Panzer, ja, Type 89, Typ 98 Keni, 98, 89, doch, wie auch immer. 37 mm, Typ 100 Kanone und 7,7 Standard, Typ 97 Maschinenkanone. Wo wollte ich gerade noch mal gucken? Hier 7,2 Tonnen Gewicht und 50 km/h maximal. Wir gucken mal kurz uns die Panzerung an. Ist eigentlich gar nicht richtig vorhanden. Vorne ein bisschen wie eigentlich bei jedem Fahrzeug. Und der Geschützstahl da, das Hauptrohr. Entschuldigung, noch ein bisschen Bronchitis hier am Nachwirken, am Nachklingen. Hier gucken wir uns die Module an. Man sieht, das ist wirklich zugepackt. Das sieht aus hinten wie zwei Lüfter vom Gehäuselüfter irgendwie hier vom Rechner. So. Ja, wir gehen mal sofort in die Schlacht rein hier. Und oh, geht schon los. Okay, bin mal gespannt. Scheiße, die Karte mag ich überhaupt nicht. Gefrorener Pass. ich meine, ich kenne sie mittlerweile fast schon auswendig, trotzdem mag ich die Karte überhaupt nicht. Es gibt so Karten, die mit denen wird man einfach nicht so warm. Und das habe ich in der Luft und sowie auch am Boden hier. Und ich glaube, das hat jeder andere auch. Trotzdem, schauen, dass man hier durchkommt. So, ich glaube, ich gehe mal ein bisschen zurück hier mit der Munition. Ich hatte am Anfang, wenn da zum Beispiel Munition stand 120, dass 120 Geschosse mitgeführt werden, dann bin ich auf 60 gegangen, weil ich dachte, die Hälfte wird ja wohl reichen. Weil ich meine Vorstellung, ohne dass ich den Wagen hier gefahren bin vorher, also den Panzerwagen, den Panzer, wie auch immer, dachte ich, naja, wenn man so viel mitführt, dann wird man wahrscheinlich relativ schnell auf viel verbrauchen. Ja. Ist dann aber oft nicht so der Fall gewesen und dann habe ich es vergessen zu ändern. Das kommt natürlich halt mal vor. Wie man sieht, der sieht da gar nichts aus, so irgendwie wie eine Reisschüssel. Und das meine ich jetzt nicht abwertend oder irgendwie rassistisch. Wir sind ja heute alle so empfindlich, ist ja alles Mögliche gleich rassistisch, ne? Aber er sieht halt wirklich nach gar nichts aus. Also wirklich das, ich sag mal, einfachste Design, was man sich mitunter vorstellen kann bei dem Panzer hier. Gehen wir mal hier auf der Seite gucken. Zurück, was? Hier ist schon Ende? Tatsächlich. Ja, wie gesagt, Bronchitis. Und ja, die sind schon fleißig am Cappen hier. Aber wenn hier Artillerie frei ist, dann kann man, weil die sich hier meistens so zusammengepackt hinter den Häusern verstecken, kann man doch eigentlich ganz gut aufballern. Oh, Scheiße. Ich hätte feuern können, aber da muss man natürlich dementsprechend auch schnell sein, gerade und ja, da ist schon der erste weg von uns. Erstes Blut. Ach nee, erstes Blut war ja in World of Warships. Erstschlag, hier, so heißt das hier. Erstschlag. Also manchmal kriegt man hier wirklich schon auch weniger als eine Minute hier. Die Artillerieverfügbarkeit und jetzt dauert es dann doch. Hier kommt mir vor, als würde es ewig dauern. Naja, ich fahre jetzt vor hier, das bringt ja nichts. Da, jetzt habe ich es. Und dann mal reinbrettern hier. Scheiße! Das ist natürlich blöd. Ja, was man natürlich ist, ein Panzer nicht gleich ein Panzer und so wie hier zum Beispiel. Ich kann vieles eben nicht damit durchbrechen, wie zum Beispiel nicht mal die einfachsten, dünnsten Mauern. Zone erobert. Er fährt zurück. Oh, hey, Digga. Den habe ich gar nicht gesehen. Der hätte mich platt machen können mit einem Schuss. Bin mir ziemlich sicher. Ich weiß gar nicht, was er für ein Fahrzeug war. Was steht denn da? Was war das? Das nochmal, ja. Ist da noch einer? Also, er müsste jetzt noch einer gewesen sein, oder? Da. Ho. Ho 1. Hallo.
Der ist schon weg. Das glaubt man noch gar nicht. Der hat ja einen richtig flinken Finger hier. Mann, das nervt so. Krieg nicht mal diesen Wagen hier weg. Krieg auch nicht weggeschossen. Gut. Wahrscheinlich fest betoniert. So, da jetzt aber hier, komm. Ich meine, ich will auch mal was auf was schießen hier. Ich will auch mal was schaffen. Die Mauern umgehe ich da, weil wird ja sowieso nichts. Flakpanzer, komm jetzt aber hier. Das gibt's doch nicht. Drüber hinweggeschossen. Und er ist auch schon weg. Das, oh, ist das peinlich. Ist das peinlich. Oh, kritischer Treffer immerhin. Wie vielleicht? Da vielleicht? Ne, aber er trifft dafür ein bisschen besser. Natürlich scheiße. Artillerie technisch geht es ganz schön ab gerade. Wie man sieht. Hier wird das ganze Gelände umgepflügt. Ich mache keinen Treffer. Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt noch was kille. Ja, ich meine, die Fahrkraft von dem Panzer ist natürlich. Ey, das tut mir so leid, aber ich kann es nicht ändern. Jeder ist ja irgendwann mal krank. Ja, ich bin besonders krank gerade. Ansonsten ja hirnkrank, heute auch noch anders physisch. Scheiße, was war das denn? Also ich werde jetzt meine Meinung über Flugzeuge, spielergesteuerte Flugzeuge im Ground Forces nicht nochmal äußern, aber ich sag mal, weg damit. Braucht keiner. So farmen sich Leute, die sonst auch nichts schaffen, immer ihre Kills hier. Und ich finde, dass dadurch das Spiel auch nicht dynamischer wird oder so. Wir sind Penner da. So, jetzt hier kommen. Hallo, was bewegst du dich, wenn ich schieße? Okay, Motor und Kühler haben wir. Ja. So, jetzt habe ich auch mal einen Kill hier. Ha! Kickste, wa? See. Okay. Da bin ich vorsichtig, weil ich weiß, dass die Tasee wirklich, je nachdem, was er für Munitionszüge geladen hat, kann er alle möglichen Panzer eigentlich komplett zerschießen oder zumindest außer Gefecht setzen. Verbündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Kein Gebiet wurde von verbündeten Truppen eingenommen. Ich bin schon zweimal gecappt, dies hier. Fuck you. Hey, Moment, meine Vetter da, wo ich bin. Amo. So ein Kaliger auf den Crusader schießen ist ziemlich dumm. Jetzt auch schon weg. Ja, hier nochmal ein bisschen. Zack, zack, zack. Wurf. Hilfe, also wirklich selber irgendwas zerschießen, ist mir bisher noch nicht großartig gelungen hier, offensichtlich. Artillerie, Feuer bereit.
Wir versuchen auf Zähler ein bisschen was frei zu schaufeln. Weil ich Pech habe, ist da gar keiner. Und ach du Scheiße, jetzt sehe ich erstmal, wo ich eigentlich hinfahre hier. Ostrocker. Alles klar. Ey, ich bin mit dir, Ostrocker. Was ist das da? Oh. Wow. Ja. Oh mein Gott, schon zweiten Kill hier hingelackt. Oh shit. Bin jetzt voll zerledert gerade. Da seh. Scheiße. Alter, will ich verrecken die Sau, ne? Will nicht verrecken. Fuck, man! Das gibt's doch nicht. Ich krieg das nicht hin hier, das gibt's doch nicht. Scheiße! Ach, da oben ist ja dieser andere Vogel noch. Oh ja, ich hör's. Fuck, und ich kann nicht fahren hier. Amu! Fahr doch mal, du beschissene Scheißding hier. Oh, jetzt hänge ich hier. Oh, Arno! Arno! Das klingt wie ein bekloppter Name. Das ist ein Down-Syndrom-Typ hier. Arno! Ja, ne, hast du gut gemacht, wirklich, der Knaller. Also jetzt schnell mit den GH rein. Klingt wie Chihuahua. Erinnert mich echt an so einen Hund. Und so ganz klein. So ein Fifi. Trotz allem haben wir offensichtlich eh gleich gewonnen. So, danach gehe ich glaube ich erstmal ein bisschen Eukalyptus inhalieren hier. Das, ist ja, das kratzt noch so tierisch mal, das tut alles weh. Das ist ja scheiße. Okay, aber immerhin in der Zeit über 2300 Punkte zusammen. Gekämpft, ja, kann man so sagen. Ich habe ja gekämpft. Das ist ja nicht so, als hätte ich nichts gemacht. Kurz mal in die Statistik reingucken hier. Okay, nur zwei Bodeneinheiten zerstört. Kritische Treffer 4, 3 Abschusshilfen. Ja, gar nicht mal so gut. Sag ich mal. Auf was ich noch sage ist, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, würde mir helfen und tut euch nicht weh. Viel Spaß noch beim Zocken und ich hoffe, ich bin in Kürze wieder gesund. Dann huste ich auch nicht mehr so viel ins Mikro hier. Und ich könnte es raus editieren, aber ich bin einfach zu schlaff gerade echt für sowas. Ja. Also bis demnächst dann, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.